Was geht, liebe Shisha-Abonnenten? Heute haben wir wieder die Location gewechselt, so wie andere ihre Unterhosen täglich wechseln. Und zwar haben wir heute den Aloha Ice Strawberry im Review. Zeitgleich blende ich euch jetzt den Schnitt plus Produktbild ein. Ja, bevor wir jetzt mal wieder lang fackeln, direkt rauchen, würde ich sagen, Geschmack beschreiben. Ja, mittlerweile raucht er jetzt ein bisschen mehr. Davor hat er so ein bisschen rumgezickt, wie so eine richtige Diva. Geschmacklich habe ich mir leider mehr erhofft. Muss ich ehrlich gestehen. Ich bin jetzt schon eine lange Zeit auf der Suche nach einem gescheiten Erdbeertabak. Bisher sehr erfolglos. Falls ihr den geilen Erdbeertabak kennt, schon mal geraucht habt, bitte direkt in den Kommentare posten, private Nachricht, wie auch immer. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt bei diesem Tabak, es heißt Ice, Strawberry, Eisnote. Ja, lasch, bis zum geht nicht mehr. Also ist zwar irgendwie da, leichte kühle Note, aber halt sehr lasch. Erdbeere dementsprechend leider auch. Und das Ganze schmeckt chemisch. Chemisch bis zum geht nicht mehr. Schmeckt einfach meiner Meinung nach total nicht lecker. Ich wüsste nicht, ob ich den jetzt irgendeinen bestimmten Raucher empfehlen könnte, sagen könnte, ja okay, wenn ihr jetzt der Typ von Shisha-Raucher seid, dann raucht den. Aber möchte ich jetzt keine Empfehlung rausgeben, schmeckt mir nicht. Ja, das ist, wie Stefan schon sagte, Erdbeer total lasch, kühle Note total lasch. Es ist beides da, aber übertrieben lasch einfach. Das ist, den kann man echt rauchen, wenn man nur Rauch haben will und keinen Geschmack, sag ich jetzt mal. Und wenn was durchkommt, dann auch verdammt chemisch, sage ich genauso. Also hat Stefan ins Klo gegriffen, meiner Meinung nach. Aber richtig ins Klo gegriffen. Aus Versehen. Kann ja mal den Besten passieren. Das Ding ist noch. Oh Gott, was wollte ich sagen? Ja, du meintest ja, wenn man nur Rauch haben will, aber ich glaube, selbst da ist er irgendwie nicht so ganz imstande. Da haben wir schon Besseres gehabt an Ja. Rauchverhalten. Zum Beispiel den Hasso letzte Woche. Der hat ja, ne, der hat ja richtig abgehoben wie sonst was. Also, das Ding Und ist auch, es ist richtig feucht. Tabak- und Molasse-Verhältnis stimmt da, glaube ich, nicht so ganz. Preis-Leistung. Ja gut, für 13,90 € 200 Gramm. Naja, aber schmeckt halt dementsprechend irgendwie gar nicht so geil. Preis-Leistung ist scheiße. Richtig, deswegen, Leute, kauft euch den ehrlich nicht. Versucht eine bessere Alternative zu finden. Nennt uns diese Alternative. Dann werden wir den auf jeden Fall reviewen und gucken, ob er denn besser ist. Dann haben wir ja schon mal zu dem einen Vergleich. Und ich hatte auch noch andere Erdbeer-Tabaksorten geraucht. Aber bis jetzt hat mich da wirklich nichts voll und ganz überzeugt. Ich rate euch von dem Tabak ab. Ich glaube, du Ich auch, auch, oder? ganz klar. Vor allem, was ich sagte, auch mit, für Leute, die nur Rauch wollen. Wir haben den angeraucht, da kam die ganze Zeit nichts. Den haben wir so 10 Minuten geraucht, da kam nichts. Jetzt ist er gerade auf seinem Höhepunkt, wie ihr selber seht. Kaum. Jeder andere raucht da viel besser. Der raucht nicht, der schmeckt nicht. Ich persönlich sage, das ist. Da muss Alwaha noch was machen. Da müssen wir noch mal ran, ein bisschen Bei dem auf jeden umbauen. Fall. Ja gut, das Problem ist natürlich bei Alwaha, die haben ja eine riesenlange Liste an Sorten mittlerweile. Übertreiben da so ein bisschen, deswegen ist das bei Alwaha, glaube ich, sehr schwer allgemein überhaupt mal was Gutes da zu greifen. Kann dann halt wirklich in die Hose gehen. Was wollte ich jetzt noch dem hinzufügen? Ach ja, mir ist jetzt gerade noch so in den Kopf gekommen. Okay, ich habe vielleicht doch eine Art von Shisha-Raucher gefunden, dem das Ganze schmecken könnte. Wenn ihr wirklich so pure chemische Scheiße rauchen wollt, Ja. dann nehmt den. Der schmeckt wahrscheinlich original wie Klostein mit Erdbeergeschmack, weil ich glaube, würdet ihr das essen, wird das auch nicht ganz. Klostein mit Erdbeergeschmack. Also, Der Mann hat's probiert. okay, ich meine Klostein mit Erdbeergeruch. So, ich glaube, das trifft wahrscheinlich Ja. besser. Weil ich glaube, würdet ihr das zum Beispiel jetzt essen so? Würdet ihr den Klostein in den Mund nehmen? Ich glaube, das wird auch eklig schmecken. Und genauso schmeckt der Tabak. Leider echt nicht untertrieben. Ist schon fast eine Qual, den zu rauchen. Schmeckt nicht, schmeckt einfach nicht. Und vor allem nicht im Sommer. Nee, auf gar keinen Fall.
Naja, was soll's, ja? Also, der Tabak schmeckt nicht und dementsprechend sagen wir euch das auch und reden den nicht schön. Ich würde sagen, bevor wir jetzt nochmal über den Tabak ablästern, ja, machen genau. Wir jetzt hier Ende. Wir wollen nichts gegen Alwaha, ne? Also, wir hatten ja schon den Sky and Sand und da waren wir, glaube ich, beide von begeistert. Alwaha sonst immer bis jetzt nur geil, aber das ist der erste, der. Nee. Nehmt die Finger davon. Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt. Bauen uns schnell einen anderen Kopf, solange die Kohle noch gut ist. Still und heimlich. Still und heimlich. Werdet ihr natürlich nicht erfahren. Sagen wir ja auch nicht im Video jetzt. Richtig. Wird nicht verraten. Wir rauchen den natürlich noch zu Ende. Ja, war ja so mein letzter Zug. Genug inhaliert hier. Ja, und euch dann noch schöne Tage, solange das Wetter noch gut ist. Und ja, macht's gut. Peace.